Rosberg gegen Hamilton oder Hamilton gegen Rosberg? Was wird nun aus Sauber? Und das Thema gelbe Randsteine, die sogenannten Würste oder Baguettes vom Großen Preis von Österreich. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zur Einstimmung auf den Großen Preis von Großbritannien 2016. Das Sauber F1-Team hat es in der letzten Woche vermelden lassen, dass die nahe Zukunft fast gesichert sein soll. Also für den Rest der Saison und für den Übergang zum nächsten sollen sich Gelder Sponsoren gefunden haben, die nun noch final ins Boot geholt werden sollen. Wenn dem so ist und alles unterzeichnet wird, dann ist das ein gutes Zeichen für den Schweizer Wackelkandidaten. Sauber hat auch verkünden lassen, dass erste Updates frühestens in Ungarn, also zwei Rennen vor der Sommerpause, zum Einsatz kommen sollen. Ericsson und Nasser fahren nämlich noch grundlegend mit dem Wagen von Saisonbeginn, während andere Teams schon einige Schritte weiter sind. Force India hat zum Beispiel schon gesagt, dass sie mit ihrem Wagen soweit zufrieden sind und sich nun voll auf 2017 konzentrieren wollen. Was heißt das jetzt für Sauber? Sie stehen aktuell nicht sonderlich gut da. Der Wagen kann nicht viel, Verbesserungen in dieser Saison kommen sehr spät und da kann man im Grunde nur darauf hoffen, dass die Verbesserung von Ferrari, die den Motor noch weiterentwickeln und wovon Sauber noch profitieren wird, fruchten. Punkte scheinen damit in weiter Ferne zu liegen und da muss das Team aus der Schweiz mit Zuverlässigkeit immer ins Ziel kommen und sich auf eine Überraschung wie zum Beispiel ein Regenrennen verlassen, um doch noch zu punkten und so vielleicht vor Männer zu kommen. 2016 wird demnach wohl wie die 2014er Saison. Letztes Jahr konnten die blauen Wagen noch zu Saisonbeginn überraschen, aber diesmal wohl eher weniger. Für 2017 sind das keine guten Vorzeichen, ich weiß nur nicht, wie es intern ausschaut, aber Sauber könnte eines der letzten Teams sein, die den großen Fokus auf die nächste Saison richten. Wenn doch ein großer Fokus auf die nächste Saison, wie groß kann der Fokus eigentlich sein mit den begrenzten Mitteln? Das beeinflusst alles natürlich schon vorab 2017, aber mit Vermutung greife ich da jetzt mal nicht weiter vor, was klar ist. Sauber wird es 2016 sehr schwierig haben. Punkte halte ich im Normalfall für sehr unwahrscheinlich und 2017 beginnt womöglich auch schon unter schlechten Vorzeichen. Hoffen kann man aber das Beste und das tue ich. Das zweite heutige Thema bezieht sich auf das letzte Rennen und daher schauen wir uns erst einmal die Strecke hier in England an. Silverstone ist wie auch Monza ein Urgestein der Formel 1. Mehr Tradition geht kaum und der heutige Silverstone Circuit hat es in sich. Einige anspruchsvolle Kurven, die gemeistert werden und bestenfalls 52 Mal am Sonntag umrundet werden müssen. Der Kurs erstreckt sich auf eine Runde über 5,8 Kilometer und der Rekordsieger ist Alain Prost mit 5 Erfolgen. In Silverstone haben wir die besten Voraussetzungen für ein tolles Rennen. In Großbritannien kann das Wetter einiges reißen und nebenbei bietet die Strecke auch einiges. Den meisten Spaß werden wieder die Fahrer, besonders bei den S's haben. Dabei geht es schon mit Kurve 1 los. Also Kurve 1 auf der Strecke, auf der Streckenkarte, die ihr in der oberen linken Ecke sehen könnt, ist es Kurve 12, worauf ich mich für ein besseres Verständnis wieder beziehen werde. Die erste DRS-Zone mit Zufahrt auf den alten Schlussteil ist schon ein kleiner Ansatz zum Überholen. Mit einer guten Ausfahrt aus der ehemals letzten Kurve vorbei an der alten Boxengassenanlage kann man aber auch schon mit der Zufahrt auf Cobbs, hier Kurve 1, ein Überholmanöver starten. 2014 haben es Alonso und Vettel bestens und das ohne DRS vorgemacht. Und dann kommen eben die bereits angesprochenen schönen SS Maggots und Baguettes. Dort heißt es wieder gut durch und rauskommen, weil dann eben die beste Überholmöglichkeit auf der langen Geraden folgt. Die zweite DRS-Zone auf der Strecke. Österreich und ein heißes Thema liegt hinter uns. Die gelben Rumpelrandsteine, liebevoll Baguettes oder auch Würste genannt. Ihr werdet jetzt natürlich wie so oft meine Meinung zum Thema hören. Diese könnt ihr teilen oder auch nicht oder auch teilweise. Ich fange einfach mal von vorne an. Wozu dienen Randsteine eigentlich? Also für gewöhnlich sind es die rot-weiß lackierten Ecken der Strecke und sie haben die Aufgabe, das Ende einer Strecke besonders zu markieren und hervorzuheben. Sie sind am Kurveneingang und am Kurvenausgang zu finden, also an den Stellen, wo sich die Wagen dem Ende der Strecke besonders nähern. Die Randsteine, im Fachjargon auch Curbs genannt, sollen nun nicht als Teil der Strecke wahrgenommen werden, mit Betonung auf nicht.
Nun sind die Streckenbegrenzungen ein besonderes Thema geworden. Seit wann eigentlich? Nun ja, seitdem man angefangen hat, mehr Auslaufzonen, die von mir sogenannten liebevoll, ganz liebevoll genannten Parkplätze anstelle von Kiesbetten und Wiese zu platzieren. Die Fahrer wissen, dass sie beim über die Stränge schlagen nicht viel zu befürchten haben. Wer es sich in einer Kurve zu weit raustragen lässt, der fährt meistens über einen etwas rutschigen Teppich oder eben über den Parkplatz. Ein minimaler Zeitverlust, den man gerne in Kauf nimmt. Es passiert ja nichts weiter. Das ist auch der FIA bewusst geworden und so haben sie eine, zwei Wagenbreiten neben der Strecke in Spielberg hohe und besonders große Randsteine dort gelb markiert platziert. Dass diese nicht so schön zu befahren sind, kann man sich denken. Das hat man bestens bei Verstappen im freien Training oder bei Kvyat im Qualifying gesehen. Die Wagen wurden massiv beschädigt. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo ich mir an den Kopf fasse. Man diskutiert über Halo, welches mehr Sicherheit bringen soll, und gleichzeitig verbaut man Randsteine, die die Wagen zerstören und für heftige Unfälle sorgen können? Das darf in meinen Augen nicht wahr sein. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass die Fahrer dort nicht weit neben der Strecke zu fahren haben, ganz klar. Da führt kein Weg dran vorbei, aber dass Gefahrenstellen auf, neben der Strecke geschaffen werden, das kann ich einfach nicht verstehen. Wenn man nicht will, dass die Fahrer auf den asphaltierten Auslaufzonen fahren, dann soll man sie einfach entfernen. Die beste Lösung wären flache, ungefährliche Randsteine, die nur so breit wie die Reifen sind und direkt daneben ein kleiner Grünstreifen Wiese oder direkt im Anschluss, je nach Kurve, ein Kiesplatz. So einfach kann es sein, so einfach war es schon einmal. Wer über die Strecke hinausfährt, der muss entweder auf der Wiese oder im Kiesbett unausweichlich stark vom Gas gehen. Es darf aber nicht sein, dass die Wagen mit gebrochener Aufhängung in eine Streckenbegrenzung einen anderen Wagen oder sonst wohin donnern. Ich muss sagen, dass mir der Einwand von weniger Parkplätze und dafür wieder mehr Wiese und Kies gerade recht kommt, aber das ist doch genau die Lösung des Problems. Dass die Fahrer einfach so neben der Strecke fahren, weil sie das eben nicht viel Zeit kostet. Wurst- oder Baguette-Randsteine sind hingegen der völlig falsche Ansatz. Aber da wir schon mal bei Österreich sind und die Randsteine gerade Thema waren, geht es weiter zum Rennwochenende von dort. Wir haben ein wunderbares Qualifying gesehen, dem Regen sei Dank, und das Rennen, ja, es war besonders am Ende spannend. Rosberg gegen Hamilton oder eben Hamilton gegen Rosberg, das Duell der letzten Runde in der zweiten Kurve. Genau das wollen wir als Zuschauer doch sehen. Bis zur letzten Runde wird um den Sieg gekämpft. Gekämpft mit Betonung auf Kampf. Genau das haben wir in besagter Kurve gesehen. Meine Meinung dazu werde ich euch auch wieder natürlich nicht vorenthalten. Also, als ich den Vorfall live gesehen habe, war meine Meinung dazu schon klar, weil die vielen Wiederholungen, die ich mir danach noch gegeben habe, nicht mehr gezeigt haben, als ich ohnehin schon wahrgenommen habe. Eine Strafe für die Aktion ist total falsch. Dazu komme ich später noch einmal, aber erst einmal die Aktion für sich. Für mich ist ganz klar, Rosberg bremst spät oder bremst einfach nicht so gut wie Lewis Hamilton. Dann fährt Hamilton aber in Rosberg rein und das ist der Punkt. Die Berührung ging von Hamilton aus, eine Strafe für ihn schon eher, eine Strafe für Rosberg war es aber überhaupt nicht. Wir alle kennen mittlerweile das Urteil der Rennkommissare. Sie sahen Rosberg als Schuldigen. Hamilton hat die Berührung provoziert. So habe ich das wahrgenommen. Rosberg bremst innen an, kommt weiter nach außen, fährt aber nicht in den anderen Wagen rein. Das macht Hamilton. Und warum zieht Hamilton dort nicht weiter nach links? Er selbst hatte ja noch eine gute Wagenbreite links neben sich Platz und zur Not auch noch die Auslaufzone. Ja, die Aktion von Rosberg war hart, aber nicht unfair. So ziemlich genau wie in der ersten Kurve von Kanada, da war es für mich auch in Ordnung. Hart, aber vertretbar. In Kanada hat Rosberg nachgegeben, als Hamilton nach außen getragen wurde. Ob jetzt untersteuern oder nachlassen der Bremsen, das ist in der Situation einfach mal hinfällig. Rosberg hat in Kanada den Weg über die Auslaufzone genommen. Warum hat das Hamilton in Österreich nicht getan und sich wieder direkt hinter seinen Teamkollegen eingeordnet und es mit Zufahrt auf Kurve 3 noch einmal probiert? In Kanada ging es in der ersten Runde zwischen den beiden um Platz 1. In Österreich war es die letzte Runde klar, man gibt da weniger nach als zu Beginn eines Rennens.
aber genau mit dem Verhalten von Rosberg und Hamilton in Kanada wie in Österreich komme ich einfach zum Schluss, dass Hamilton am ehesten hätte ausweichen können. Hamilton hat einen Schaden bei sich wie beim Teamkollegen in Kauf genommen. Am Ende hat es nur Rosberg erwischt, aber genauso hätte es auch ihn erwischen können. Und das hat Rosberg in Kanada nicht in Kauf genommen. Der Unterschied zwischen Kanada und Österreich liegt einfach darin, dass sich Hamilton in Montreal immer weiter nach außen hat tragen lassen. Rosberg ist nicht nur auf seiner Linie geblieben und ist ausgewichen. In Spielberg kam Rosberg weiter nach außen und ist nicht in Hamilton rein, sondern eher in Rosberg. Das ist der Punkt. Hamilton würde ich aufgrund der Aktion aus Spanien so langsam die gelbe Karte zeigen. Ich bin kein Freund von zu vielen Strafen, deswegen würde ich eher mehr, je nach Situation, durchgehen lassen. Das ist meine Meinung. Ihr dürft natürlich auch eine Meinung haben und diese im Kommentarbereich zurücklassen, aber eins kann ich euch schon sagen, wenn ihr vom Ausgang her eine andere Meinung habt, kann ich sie natürlich akzeptieren, aber meine Meinung werde ich behalten. Im Nachhinein hätte Rosberg eher klein beigeben sollen, hinterher lässt es sich nun einmal leichter beurteilen, aber was hätte er machen sollen? Unfair ist er jetzt nicht gefahren und in seiner Situation, in der letzten Runde lässt man den Angreifer auch nicht einfach ziehen, nur weil man einen Punktepolster hat. Übertrieben gesagt hätte er Hamilton auf der Geraden vorbeiwinken sollen müssen, um noch optimal zu punkten, aber wer macht das schon von sich aus, wenn er um den WM-Titel kämpft? Das Rennen an sich war nun nicht der Oberbrüller, ganz klar, besser als in Baku war es aber allemal, aber mal schauen, wie es sich die beiden Mercedes demnächst so geben werden. Ich fand es wieder lustig, wie Toto Wolff und Niki Lauda nach dem Rennen dastanden und gesagt haben, dass sie nach Spa 2014 eine Regel aufgestellt haben, wo sich beide Fahrer nicht mehr zu berühren haben. Mercedes hat so oder so einen mehr als komfortablen Vorsprung bei der Konstrukteurswertung. Da müssten Rosberg und Hamilton schon ständig rausfliegen, aber klar, dem Team gefällt es nicht, deswegen haben sie die beiden auch oft genug nicht frei fahren lassen, aber so ist das nun einmal im WM-Kampf, das gehört dazu. Ach ja, apropos Konstrukteurswertung, da muss sich Sauber nun gehörig strecken, denn das heutige Männerteam hat den ersten Punkt der Saison geholt. Starke Leistung von Wehrlein und dem Team. Ob sie nochmal Punkte holen werden? Ich würde es Männer aktuell eher zutrauen als Sauber, aber mal sehen. Es gibt noch genügend Rennen, wo man überraschend punkten kann und nicht punkten kann. Stimmt's, Mercedes, Niki Lauda, Toto Wolff, aber auf eine neue Runde zwischen Hamilton und Rosberg. Zwei Rivalen wie Alain Prost und Ayrton Senna im selben Team, das hatte was. Ganz so würde es sicher nicht, aber vielleicht annähernd. Also, auf ein tolles nächstes Rennwochenende in Silverstone und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt, wenn ihr meine Meinung zu Rosberg und Hamilton verstehen wollt, könnt, wie auch immer. Also, macht's gut und ciao, tschüss.